Seid gegrüßt, meine Einbrecher aus der Vergangenheit. Beim letzten Mal sind wir hier angekommen, 200 Jahre in der Zukunft, und haben die Lehren des Meisters aus dem Museum gestohlen. Und nein, Erwin ist kein Krimineller, weil er das gemacht hat. Er darf das. Und so, jetzt müssen wir so schnell wie möglich von hier fliehen. Seid ihr bereit dazu? Und wieder fröhliche Musik. Ich bin gespannt, wie oft wir in die Vergangenheit, wollte ich schon sagen, in die Zukunft, also jetzt in der Gegenwart reisen können. Also jetzt diese Gegenwart für uns Zukunft. So, sind alle an Bord? Jawohl! Sind das wirklich alle? Dann lasst uns hier abhauen, Kinder, ehe Eldorado uns noch in seine Griffe kriegt. Genau. Beeilt euch. Und auch hier bekommen wir das zu sehen. Was sind da ganz oben gewesen? Wir kommen. Jetzt geht er nicht mehr so ab. War das ein Stern oder war das irgendwie so ein Raumschiff? Hat halt so ausgesehen. Naja. Raimon Gegenwart. Es war ganz schön knapp, aber wir haben es geschafft. Na, Huara Jabbar. Jetzt müssen wir die Lehren des Meisters nur noch entschlüsseln. Ja, aber wo sollen wir das machen? Das Fußballstadion wurde abgerissen. Ist es gerade dabei? Nicht da. Ihr könnt alle zu mir ins Haus Winster kommen. Da haben wir unsere Ruhe. Endlich dürfen wir wieder dahin. Oder? Gute Idee. Ich hoffe, dass wir niemand zur Last fallen. Nee, nee, nee. Oh Mann, so niedlich schon wieder. Aber extra Fußballtouren. Fußballtouren. Am Flussufer wartet jemand auf dich. Dort kannst du allerlei virtuelle Teams spielen. Es sind noch extra Fußball. Ja, das weiß ich auch schon. Einige Fußballtouren warten da jetzt auf uns in diesem Spiel. Ich weiß immer noch nicht so recht, wie ich das machen soll. Dann trotzdem als Hauptprojekt noch weiter, also wenn wir mit der Story abgeschlossen sind und sowas, ne? Oder dann als Nebenprojekt und dann kann ich irgendein anderes Projekt da dann starten. Weil die Touren, die werden sicher einige Zeit dauern, auch wenn es regelmäßig kommt. So, da geht's lang. Da schauen wir mal. So, und wieder mit dieser Mucke. Hat sich da was verändert? Du warst doch Probleme mit der Technik, oder? Nein, Opa, du musst den Finger länger draufhalten und so. Okay, die reden das Gleiche. Und du rennst auch immer noch hier so herum. Ui, ich bin so schnell. Und endlich darf ich hier mal was fotografieren. Nämlich, was ich vergessen habe. Oh, das ist neu hier. Du bist neu hier, weißt du das? Sag doch mal, möchte Fußball? Kommt. Mir könnt ihr doch verraten, dass. Wie wär's mit dem Spielchen? Ja. Hallo, oh, Chasbet Base, Yogi. Oh mein Gott. Oh, es ist immer wieder schön, die alten Spieler zu sehen, die alten Knacker. Naja, die alten Knacker sind's auch wieder nicht. Aber die ich von vorher noch kenne. Oh, und wieder der Hintergrund, so schön. Aber, naja, das werde ich wahrscheinlich eh wieder, immer wieder ansprechen, wenn wir in einem neuen Ort kämpfen und so. Der Hintergrund, so schön. Aber es ist einfach verdammt schön, wenn das so detailgenau ist. Ihr habt gerade gesehen, wie das ein bisschen geruckelt hat, der Bildschirm. Und deswegen habe ich jetzt daneben geschossen. Weil ich in diesem Moment gerade raufschießen wollte. Und die Station da ganz hinten. Ah, so schön. Nur müssen wir jetzt irgendwie den Ball haben. Ja, Mann, jetzt schwatteln die wieder zu zweit los. Da habe ich doch keine Chance. So, aber jetzt sind wir im Typen-Nachteil. Nee, 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 das schaut nicht gut aus jetzt. Aber jetzt können wir nach vorne boxen, ne? Jabel, du hast schon ein Tor geschossen durch Boxen. Fauste den Ball ins Tor. Also der müsste eigentlich gehalten werden, ne? Das wäre doch doof irgendwie. Dann genau zum Gegner. Aber jetzt sind wir zu zweit. Wir. Natürlich hat der dann noch bessere Technikpunkte. Aber wir schaffen das. So, und jetzt nach vorne. Oh. Und jetzt ruckeln nicht so blöd herum. Nein, das ist doch der Verteidiger. Mann, ey, und jetzt hoppla. Das geht mich schon so an. Dieses Pech, das man haben kann. Mich jetzt nicht gewundert, wenn da jetzt auf einmal, oh, ich gehe jetzt die andere Richtung, weil ich es kann. So, nach, yay, jetzt passiert das bei mir.
Boah, das hat viel zu lange gedauert. Nee, nee, nee. Schallmauerschock einfach so. Das brauchen wir jetzt nicht anschauen. Auch wenn man den Hintergrund gesehen hätte wieder. Den schönen, detailreichen Hintergrund. Ja, das war super. Ja, das war super, Aaron. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Auf ein neues Orti. Auf ein neues Orti, ne? So, Dala. Na, ihr geht zur Sache. Das muss man euch schon lassen, ja? Hast du immer noch Probleme? Ich soll diesen Beef da einbeefen und so. International. So. Oh. Spieler anwerben? Achso, wahrscheinlich die da draußen. Bahnhofsvorsteher oder sowas. Ihr steht doch auf Züge, oder? Prof. Na, irgendwie kenne ich dich vorher und sowas. So, wen gibt's denn hier alles? Okay, okay. Da können wir was brauchen. Wir könnten euch schon anwerben. Samba. Samba, Samba. Aber nee, jetzt nicht. So. Oh, fast voll uns erwischt. So, das wollte ich fotografieren. Endlich mal. Und was ist mit euch los? Was? Das kann man runter? Okay, dann ist das ein anderer Weg. Interessant, interessant. Aber was ist mit dir los? Warst du nicht mit deinem Freund da oder so? Ich bin letzte Woche mit einem Jungen ins Kino gegangen. Meine Freundinnen meinten, das Kino ideal für das erste Date ist. Aber der Film war total traurig und am Ende lief mir vor lauter Heulen auch noch die Nase. Na, von ihm höre ich wohl auch nichts mehr und so. Kinotragödie? Warum denn? Warum denn? Also so ein Junge, den kannst du vergessen. Wenn du heulen musst bei so einem Film, dann heule halt. So. Hallo. Am Bahnhof hat ein neuer Süßwarenladen aufgemacht. Später werde ich mit meinen Freundinnen mal dort reinschauen. Wo ist denn das? Wo denn? Süßigkeiten will ich jetzt haben. So, jetzt schauen wir mal da rein. Hey, Stevie. Stevie. Hey, wie geht's, alter Kumpel? Ich sitze auch wieder so ungewohnt. Ich kenne dich jetzt als Kiddy, weil erster Teil und so. Hallo, wenn ihr den Fußball retten wollt, müsst ihr euch auch was leisten können. Wollt ihr euch in meiner Fußballtouren? Mal schauen, wie das aussieht. Mann, das schaut so niedlich aus hier. Aber es schaut zwar anders aus. Die Musik. Ah, die Musik kenne ich auch noch. Aber im Prinzip ist es das gleiche Konzept. Es schaut ein bisschen anders aus, aber... Ja, es ist eigentlich das gleiche, ne? Was steht hier? Verwende das Amateur-Ticket. Tickets zum Suchen. Und schon wieder Ticket. Und da Raimon 2. Aber das lasse ich jetzt mal. Naja, mal schauen, wie ich das machen werde. Weil ich brauche ja für Ocho anwerben ein Item aus irgendeiner Fußballtour. Und das werde ich dann sicher schon machen. Weil ich möge Ocho anwerben und sowas. Vielleicht starte ich das jetzt während der Hauptstory jetzt auch schon. Irgendwie so als Nebenprojekt. Mal schauen. Aber naja, egal. Tschüss, Stevie. Hallo. Ob ich einen Schmetterling fangen kann, wenn ich mich ganz leise anschleiche? Wohl nicht. Er bemerkt mich sicher und flattert davon. Da siehst du das. Die sind da irgendwie dran gefesselt. Was ist mit dem Hund los? Wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, will er immer unbedingt hierher kommen. Wollt ihr ihn mal streicheln? Ja, ist ganz lieb. Und dann beißt er voll zu, ne? Das könnte auch sein. Wo schaust denn du schon wieder hin? Sieh mich an, wenn du mit mir redest, du Spasti. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber früher war ich richtig rebellisch, ja. Ich habe meine Lehrer angemault, Flaschen auf der Straße kaputt gemacht. Ich war eine richtige kleine Plage. Aber dank meinem Vater bin ich dann zum Sport gekommen. Man braucht einfach etwas, dem man sich voll und ganz widmen kann. Ex-Rebell. Ja, besser Sport betreiben, als sowas zu betreiben, ne? Ne, ich sag's ja nur. Oh, wieder ein anderes Team. Ah, das ist auch so ungewohnt, weil ich habe hier umgestellt mit meinen Monitoren. Ne? Hey, ihr Flitzer, rennt nicht so sinnlos in der Gegend rum und tretet mal lieber gegen mich und meine Kumpels an, na? Okay, wenn du meinst, dann machen wir das jetzt. Wer bist du überhaupt? Oh, hallo Tillman, du bist doch voll der Gentleman, ne? was wollte ich sagen? Ach ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das erzähle ich jetzt so tausend oft mal, dass ich das gemacht habe, meine Monitore verstellt. Also jetzt, der linke ist jetzt rechts und der rechte ist jetzt links. Und jetzt ist das irgendwie noch ungewohnt alles, ne? Ich schaue immer so nach links unten, um
den unteren Bildschirm zu sehen, aber der ist jetzt rechts unten für mich. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ah, und wieder der Hintergrund. Schaut ihn euch an. Ah, das ist so wunderschön hier. So, und jetzt schießt du, Wobi, schießt das Ball ins Tor rein. Keine Ahnung, warum ich die immer noch im Teamen hab, im Team habe, jetzt ganz vorne. Wahrscheinlich, weil ich sie noch trainieren möchte. Weil die hinken noch etwas hinterher vom Level her. Ich glaube, das ist der Grund. Warum soll ich andere völlig überleveln, wenn da noch welche gibt, die nicht so sind, ne? Technik hat sie hochbekommen. Gut gemacht, Ruby. Yes! Naja, schaut jetzt nicht so schlecht aus. Langsam, aber sicher kommen sie ans Team-Niveau ran. Nicht schnell, ihr Flitzer! Nicht schlecht, echt nicht schlecht. Ich hab vermasselt. Boot fotografiert. Flusskreuzer, ne? Ich angle erst seit kurzem. Wird wohl noch lange dauern, bis ich endlich mal was fange. Richtig, angeln ist ganz anders als angeln, Minispieler im Videospielen. Ja, ein bisschen anders, würde ich auch sagen, ne? Wenn ich an die Schule komme, spiele ich auf jeden Fall in der Mädchenfußballmannschaft. Ich übe hier schon jeden Tag. So gut wie ich dribbeln kann, kann hier keiner und so. Gut. Gut, dann trainier weiter, Mädel. Ja, ich bin so flink, ich dribbel um alle Leute rum. Warum hat das so gewackelt? Warum denn? War aber schön irgendwie. Vielleicht hört es ja meine Stimme. Nee. Hätte ja auch sein können, ne? Züge sind echt spitze. Als Kind wollte ich immer Zugführer werden. Ihr doch bestimmt auch, oder? Nee. Nee. Jetzt wollte ich schon wieder links runterschauen. Aber da ist nichts. So. Ich möchte immer auf die Karte schauen, ob da was ist. Hallo. Na, ihr mögt Fußball, dann treiben wir euch aus. Lass mich. Ich hab doch nichts gemacht. Hallo. Ihr da. Wir gießen. Die Spitzbuben. Von denen kenne ich keinen. So, und jetzt machen wir es wieder lame, wie ich es sonst immer offscreen mache. Kampfgeist erwehren. Wie lang? Wie hoch kann der Level überhaupt werden vom Kampfgeist? Weil 5 ist, glaube ich, das höchste, was ich geschafft habe in Go 1 und jetzt hier in Go 2. Jojo. Das werden wir eh schnell genug erfahren. Ist mit 5 Schluss, glaube ich nicht. Glaube ich eher nicht. Wenn ich jetzt schon auf Level 5 bin, nee. Nee. Okay, dann schwatteln wir einfach durch, schießen an das nächste Tor. Und heute wird wahrscheinlich eh nichts mehr viel passieren, ne? Dann erkunden wir noch da die Wohngegend und dann ist wahrscheinlich eh schon Schluss. Das ist schon irgendwie. Nur 16 Gesamtkraft? Warum denn so schwach? Du Kleiner. Tja, warum hast du überhaupt schon einen Bart? Der hat als Kind schon einen Kinnbart. Warum denn? Das geht doch gar nicht. Die Spitzbuben. Oder haben sie den Bart da nur so rangeklebt? Das könnte natürlich auch sein. So, Limo haben wir bekommen. Aber das ist egal, ne? Das ist egal. Sagst du noch was? Was soll ich heute wohl kochen? Wir hatten schon lange keinen Fisch mehr. Aber meine Kleine mag Fisch nicht besonders. Ach, was gibt es sonst noch? Naja, im Prinzip, naja, Fisch, da hat sich doch einiges. Schon viel geändert mit, ich mag das Essen nicht und das Essen nicht, jetzt esse ich es einfach und dann ist es so, dann ist es eh nicht mehr so schlimm. Aber eigentlich Fisch eher am liebsten nur Lachs, ne? Erst links gucken, dann rechts gucken und dann einmal noch links. Ja, wieso denn nicht nochmal nach rechts? Genau. Wie kommen die Autos hier? Das kann wahrscheinlich wegen den Autos sein, ne? Wenn da links Auto kommt, obwohl wie der da steht. Na, keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. So, wir können da wieder nicht rein. Und wo sind die Kirschblüten? Wo sind sie? Sie sind nicht mehr da. Warum sind sie nicht mehr da? Heute ist so schönes Wetter. Da sollte meine Wäsche im Nu trocken sein. Ach, ich hätte gleich die ganze Bettdecke raushängen sollen. Okay. Warum erzählst du mir das? Okay. Okay, trotzdem. Das frage ich mich jetzt erst. Ich lese mir da alles immer gründlich durch und jetzt frage ich erst, warum erzählt ihr mir immer so einen Schwachsinn? Eigentlich hätte ich ja Lust auf eine kleine Schlägerei, aber will nicht so sein, ne? Wollt ihr stattdessen eine Runde Fußball? Ja, wie wir vorher gehört haben, ne?
lieber Sport betreiben, als irgendwie, der eine schläft, ja, als irgendwie rüpelhaft zu sein, ne? Komm schon, Erwin, mit deinem Kampfgeist wirst du sie kampfgeisten und dann Kantenkerle wirst du sie runde Kerle nennen. So, jetzt nimm den Ball ab und schnell wieder Wind und wieder der Hintergrund. Ah, so schaut euch das an. Schaut euch das an. Jetzt sind wir wieder an einem neuen Ort und neuer Hintergrund. Das ist so schön, dieses Detail. Und dann noch so detailreich. Schaut euch das mal an. Wow. War das im ersten Teil auch so? Habe ich das... Nee. Ja, es war so, aber ich habe es doch angesprochen. Das mit den detaillierten Hintergrund, ne? Aber jetzt... fällt mir das erst so richtig ins Auge. So besonders, was mir so richtig gefällt irgendwie. Da ist das Haus Winster mit dem Gok-Gok-Gok-Gok. Ja, mit dem Gok-Gok-Gok-Gok. Mit diesem Tier. Auf dem Dach, ne? Na, was sagst du denn jetzt? Oh. Der Penner. Nit möchte in deine Mannschaft. Naja, habe ich das schon euch gesagt? Ich werbe da sowieso jetzt jeden an, der da jetzt durch 5 gegen 5 zu uns stoßen möchte. Und dann schmeiße ich sie gleich wieder raus, weil vielleicht brauche ich ihren Eintrag. Schläft jede Nacht 12 Stunden und leidet deshalb immer an Übermüdung. So sieht er auch aus. Nee, lassen wir den mal. Lassen wir den jetzt mal schlafen, weil wenn wir ihn jetzt aussetzen, ist er mitten auf der Straße und schläft die ganze Zeit und dann überfährt ihn ein Auto. Das können wir auch nicht verantworten. Also lassen wir ihn mal im Team. Hallo, am Bahnhof hat ein neuer Süßwarenladen aufgemacht. Eigentlich hätte ich ja Lust auf einen Großeinkauf dort, aber ich bin seit neuestem Vegetarierin. Falls ihr es nicht wusstet, viele Süßwaren enthalten Gelatine und die wird aus Tieren gemacht. Man muss einfach total aufpassen. Oh mein Gott, nein. So welche Vegetarier, die das nur sagen... Na, ich kann es ja verstehen, wenn man den Geschmack von Fleisch und so nicht... ab kann, dass man deswegen Vegetarier ist. Das kann ich ja noch verstehen, aber nur weil es von Tieren stammt, dass der einzige Grund ist, das finde ich so doof. Weil, was essen die? Ja, Pflanzen, das klingt immer so. Aber so pflanzliche Sachen, und das sind auch Lebewesen, genauso wie Tiere, das ist immer irgendwie so, denkt mal darüber nach. Das ist einfach so. Ist einfach so, dass Tiere sterben müssen, dass andere Tiere sich ernähren können davon. Ist einfach so. Man darf es natürlich nicht übertreiben, aber das ist irgendwie immer so doof. Ich kann es ja verstehen, wenn der Geschmack, wenn man den echt ab kann, aber nur aus dem Grund, das ist ja von einem Tier. Nee. Das ist immer... was wollt ihr denn? Wenn ihr hier vorbei wollt, müsst ihr mich im Fußball besiegen. Oh je, Mini, Verzeihung. Gerade im Moment sollte man keine Witze über sowas machen. Okay, auch eine unsichtbare Mauer, wie am Anfang, wie im ersten Teil. Ach ja, Fußball. Warum denn? Wie könntet ihr nur sowas machen? Und Silvia! Ah. Ich sehe jetzt die ganzen Charaktere mit anderen Augen. Ist hier noch irgendwo ein Team? Ja. Da, bevor ich immer so wechsle... So hin und her wechseln mit, vergesst den Fußball, ja. Mit vorlesen und dann irgendwie frei kommentieren. Das ist auch nicht so einfach. Das könnte jemanden aus dem Rhythmus bringen. Ich sag's ja nur. Ich hab dich aufgefrischt. Ariana. Oder? Ariana. So heißt du wahrscheinlich, wenn du Mädchen wärst. Ariane. Oder nicht. Oder nicht. Weil die Japaner hätten sich sicher einen anderen Namen überlegt, weil in Japan heißt er ja nicht Erwin, sondern Tenma. Tenma, das klingt eh irgendwie schon so weiblich. Tenma! Naja, weg da, genau. Tenma, weg da, das reimt sich. Irgendwie, wenn man ein Auge zudruckt oder sowas, dann reimt sich's. Ja. So, und jetzt schießen wir das Tor und dann hurra, hurra. Komm schon, mach den Ball rein. Oder der Torwart hält ihn jetzt einfach so, weil er's kann. Was soll das? Tor, spitze und wieder der Hintergrund. So schön. Die Pop-Tänzer haben wir besiegt. Tanzen die mit?
Popcorn! Was haben wir da bekommen? Was haben wir da bekommen? Irgendwas, ne? So, da la... Oh, Truhe. Mit einer Fähigkeit. Annahme plus. Das ist gar nicht schlecht. Was sagst du dazu? Nein, das kann doch nicht sein! Jetzt muss ich aber jetzt erstmal nachfragen. Weißt du, mein Neffe hat ja immer im Verein gespielt. Das arme Kind! Hoffentlich kriegt er damit aber bessere Noten. Irgendwie... Dieses Sprite oder diese Dame immer redet über Noten und ihre Söhne, Nachkommen, irgendwas. Und ja, ich sag's dir, das glaubst du nicht. Lisbeth von gegenüber meinte, der Klempner in ihrem Romé-Club hat gesagt. Was? Hab ich was überlesen? Oder war's der Onkel vom Zeitungsjungen? Ach egal, jedenfalls haben sie den Fußball verboten. Ist das zu fassen? Warum betonen die so doof? Ach man, ja, das ist doof. Das ist doof, ne, dass Fußball einfach so im Stich gelassen wurde. Das können wir nicht verzeihen, allen tun und so. Ach, wenn ich so mein Enkelchen beim Spielen zusehe, wäre ich auch gern wieder jung. Der rennt ja nur blöd durch die Gegend herum da. Ja. Nicht blöd durch die Gegend herum, der rennt da ein bisschen im Kreis herum, das ist auch nicht wirklich viel. Naja, der Opa ist heute mit uns in den Park gegangen. Als nächstes möchte er in den großen Park hinter dem Einkaufsviertel, den mit der Mondrakete. Ja, dann geht er hin. Ah, das ist so schön, ne? Hallo, ich züchte schon seit Jahren Bonsai-Bäume. Neulich habe ich auf einem Blumenmarkt sogar einen Preis für einen gewonnen. Das Wichtigste beim Bonsai-Gärtnern ist, dass die Bäumchen genug Zuwendung bekommen. Man muss sie hätscheln wie kleine Kinder. Okay, hätscheln. Ne? Na, das wollte ich jetzt gerade verraten. Ich wollte gerade über das Let's Play reden, das... ja, die Zeit. Eine Cutscene kann ja noch kommen, das am Wochenende starten wird. Aber nee, nix. Tante Silvia, ich bin zu Hause. Oh, hallo, Erwin. Sind das alles deine Freunde? Hallo! Hallo! Ich hoffe, wir stören nicht. Wir haben in meinem Zimmer was Wichtiges zu tun. Du nicht, Spotter. Du störst nur. Ist das der Hund, den du in Okinawa gerettet hast, als du noch klein warst? Ganz genau, ich habe ihn Spotter genannt. Das geht nicht gut aus, ich sag's ja nur. Der ist aber groß geworden. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich glaube, er mag dich, Wunderbär. Dann gehen wir mal rein. Mein Zimmer ist im Erdgeschoss, direkt neben der Treppe. Dürfte ich mal das Badezimmer benutzen? Ich fühle mich etwas gelebrig. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Ach ja, Silvia war früher auch dabei, ne? Als wir Mark da gerettet haben. Ja, wenn das keinen Einfluss hat, ne? Wenn das keinen Einfluss hat, ich sag's ja nur. Ja. Wie das Spiel mir sagen muss, wo Erwins Zimmer ist. Ich? Und vergessen, wo sein Zimmer ist? Die Nummer 4. Das weiß ich auch noch. Okay, dann hallo. Ich könnte schwören, dass mir dieser Bär von irgendwo bekannt vorkommt. Ja, Silvia. Ah, die tut mir wieder so leid. Wegen dem ersten Teil und Mark und diese Romanze da. Nelly, Mark und sie steht dann alleine da oder sowas. Irgendwie, ne. Mark, dann gehen wir mal ran. Hey, Banyan. Hallo, Erwin. Hast du ein paar neue Freunde, wie es aussieht? Ja, hab ich. So da laut. Aber ich würde sagen... Mit dir rede ich noch. Stehst du da? Oh, Erwin, willkommen. Ich hab dich ja schon länger nicht mehr gesehen. Hast sicher zu tun, oder? Lass dich ab und an mal sehen, ja? Okay. Erwin, der einzige Junge hier. Wir wissen ja aus dem ersten Teil, Erwin ist ja hierher gezogen wegen der Raimon. Oder gab's einen anderen Grund? Ich glaube nicht. Wegen der Raimon, weil er unbedingt an die Schule gehen wollte, ist er ja hergezogen. Deswegen sehen wir seine Mutter nicht mehr. Nee. Und du noch. Fußball war meine einzige Freude im Leben und jetzt ist es verboten worden. Was soll ich bloß tun? Wie arbeiten? Also jetzt werdet aber nicht frech, klar? Ach man, kassierst du nur das Staatsgeld ab oder sowas, dann beweg deinen faulen Hintern, du Miststück. Ich sag's ja nur.
Das schaut irgendwie komisch aus. So, dieser Smiley da, ne? Auf dem Gesicht von Erwin. So mache ich jetzt Schluss, ne? Das ist doch perfekt. Also, was machst du da? Flüster mir nicht ins Ohr, ne? Ich sag's ja nur. Also, wir werden dann in Erwins Zimmer gehen, dass da das links oben ist, ne? Und dann werden wir irgendwas besprechen und was danach kommt, keine Ahnung, das werden wir noch alles sehen. Also, macht's gut, setzt euch irgendwo hin und genießt den Aufenthalt in eurer Wohnung, Zimmer, was auch immer. Weil viele Menschen haben dieses Glück nicht. Warum musste es jetzt so deep werden? So, es gibt Menschen, die haben kein Zuhause. Also genießt euer Leben. Keine Ahnung. Also tschüss und so. Ja. Und immer fröhlich sein, wie der Smiley-Erwin gerade.